Hey Leute, willkommen zum 9. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe. Ihr seht wahrscheinlich schon, warum haben wir das Gigantenlevel auf einmal nicht beendet. Es lag halt daran, ich hatte eigentlich eine Aufnahme auf einmal schon. Das Problem jedoch war, die Capture Card hat dann aufgehört aufzunehmen. Der Speicher wurde voll. Also nicht nur dort, sondern auch hier, meinte ich. Hier bei der Facecam, meinte ich. Und jetzt müssen wir das Gigantic-Level, also Giganto-Level, nochmal machen. Die Sache aber, dafür werden wir auf jeden Fall Bum-Bum-Schloss auf jeden Fall machen. Schon mal sicher, egal wie lange es dauert, wir werden Bum-Bum bezwingen. Also es tut mir leider schon mal leid, dass wir nochmal das Giganto-Level machen müssen. Aber keine Sorge, es kommen natürlich auch die anderen Levels. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Notfalls nehme ich schon mal hier diese Eiche und dann gehen wir nochmal hier zu Level 1.1. Genau. Heute ist mal nochmal der gelbe Tod dran, weil er, ach nee, dann beim letzten Mal war es der blaue, war es doch so oder nicht? Ich hab's vergessen. Okay, naja, auf jeden Fall weiß nicht, ob jetzt der blaue dran war oder der gelbe. Also ihr wisst es wahrscheinlich schon und ich wahrscheinlich nach der Aufnahme auch. Aber manchmal bin ich halt vergesslich. Naja, wir beenden einfach das ganz schnell. Dann gehen wir zurück zum Limonadendschungel. Beenden das erste Level und holen die ersten 3 Star Coins. Danach holen wir die ersten 3 Star Coins im Level 2 plus machen gleich dazu den Secret und werden danach das Level normal beenden, weil bei Level 2 gibt es einen Secret, der uns dazu führt, dass wir nicht zum Wald gehen müssen, aber wir werden in den Wald gehen. Da gibt es nämlich noch ein Secret. Jedoch, der Level 2 Secret ist halt nicht so richtig ein Secret. Der sagt, gibt einfach nur eine Abkürzung. Und der Secret im Wald, der hat noch ein Level. Und dann das Level danach halt ist halt richtig scheiße. Ich habe schon mal das Tablet vorbereitet, natürlich. Ich habe es schon mal aufgeladen. So, dass ich halt nicht mehr jetzt aufladen muss für die nächsten Parts. Und sonst, wenn ich ja wieder ein Part machen sollte, wie sonst auch immer, soll er natürlich auch aufgeladen sein. Das werde ich ja immer sonst vorbereiten. So, fangen wir jetzt mal an mit dem Gigantogarten-Level. Lol. Leider können wir es erstmal so machen, also wenn ich jetzt diese Eichhörnchen-Power halt gleich verliere, dann, dass wir nicht zurück können, so wie beim letzten Part. Im Part 8. Warte. Ups. Nein! Ich bin so ein Vollhorst jetzt ernsthaft. So. Er hat nur vergessen, wo alle Starcoins sind. Ah, hier war doch der erste. Ja. Hier ist der erste. Moment. So. Dann hier. Ups. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Tschö. So. Naja, Checkpoint schon mal. Und nun werden wir hier diese Schildkröte entfernen. Können leider nicht da reingehen. Aber wir werden diese Schildkröte entfernen und können da reingehen. Da ist ja der Starcoin. Dort oben. Auf Wiedersehen. So. Also ich hätte es die ganze Zeit so machen können.
Obwohl, warte, geht das? Nee, leider nicht. Also müssen wir wirklich so machen. Los! Ich weiß ja jetzt, wo der dritte ist. Gleich beim ersten Versuch ohne auszurasten. Sehr schön. Huhuhuhu. Also, jetzt können wir sozusagen ganz normal weitermachen. Pilzhaus, das machen wir irgendwann später, wenn wir es wirklich gebrauchen können. Wir haben ja noch zwei Eicheln, also jetzt das, was wir anhaben, und dann noch eins im Lager. Und wir werden jetzt das gleich machen. Und hier gibt es sowieso Eicheln. Da im letzten, also das eigentlich aufgenommene Part, das auf einmal nicht funktioniert hat, das meine ich vollkommen ernst. Da habe ich wirklich eigentlich den neunten Part aufgenommen. Und ich hätte mich fast selber umgebracht. Jedoch hat die Capture Card einfach nicht aufgenommen. Ich passe jetzt auch öfter auf, egal bei welchem Video, egal ob Gameplay, normal, Let's Play oder halbe, auch selbst Comedy, falls das auf einmal kommt, ja, der Speicher ist voll, ist mir scheißegal und dies und das. Halb, das immer Notfall nachschauen. Das gilt auch für euch, falls ihr mal immer noch YouTube macht oder machen wollt, irgendwann mal. Also wisst ihr, ich finde es ein bisschen cool, so wenn ich die Charaktere wechsle. Weil, also auch wenn die immer noch dieselben Fähigkeiten und so haben, ist eigentlich cool. Das ist halt nicht so schlimm, sag ich mal. Boah, nein! Der One-Up ist weg. So, hier ist der Checkpoint. Also ich finde es halt wenigstens cool, dass es auch trotz Toilette immer noch den blauen und den gelben Toad gibt. Eigentlich mag ich den blauen Toad am liebsten. Die Farbe ist einfach cool an ihm. Jetzt können wir weitermachen. Also wir haben schon mal alle drei. Jetzt gibt es da noch einen Secret. Den müssen wir erstmal suchen. Ich weiß noch, wo der war. Der war, ja, dort drüben an dem Block hier. Sehr schön. Jetzt gehen wir nach oben. Also entweder, also man hat ja extra eine Röhre, damit man dann nach unten gehen kann. Also wenn man doch nicht zum Secret will oder gedacht hat, ja, das ist der richtige Weg, aber ist es nicht. Aber wir müssen dahin, dass wir schon mal wenigstens den Secret haben. Und dann gehen wir nochmal zu dem Level, beenden ihn ganz normal und dann gehen wir schon zu Level 3. Bei Level 3 weiß ich nicht, ob da ein Secret gibt, aber ich glaube nicht. So, diese zwei Level haben wir auch schon freigeschaltet. Jedoch ist besser so, wenn wir es erstmal erst spielen, wenn wir den Wald auch durchgespielt haben. Ach ja, ich hätte mal eine Frage an euch, weil ich bin mir nicht sicher, was ich sonst noch Let's Playen soll. Also möchte ich euch mal bitten, für einige Spiele, die ich mal Let's Playen soll. Also natürlich Sunshine ist sicher, wie ich gesagt habe. Aber noch für weitere, die dann nach Sunshine kommen könnten. Was fällt denn euch denn ein? Also schreibt es mal in die Kommentare. Ich wollte wieder in den Kommentaren sagen, das heißt wirklich in die Kommentare. Also ich wollte jetzt nicht diesen Ring aktivieren, aber das ist ja nicht scheißegal. Ups, Moment. Okay, eigentlich wollte ich nur die Münzen, aber jetzt ist es egal. Also, schreibt in die Kommentare, was für Spiele ich denn noch Let's Playen soll. Egal, ob auf Wii-Version, Wii U-Version, meinetwegen Nintendo Switch, aber von PlayStation eher gibt's nichts. Bis auf 18 Area und WWE League, das auf meinen Zweitkanal kommen wird. Aber da müsst ihr ein bisschen warten.
Also, falls einige sich schon darauf schon ein bisschen gespannt sind, wie es dann halt weitergeht. Und so weiter. Genauso wie bei Sunshine müsst ihr auch warten. So, jetzt gehen wir auf diesen Level. So, voll Idiot. Aber wir bräuchten ehrlich gesagt die Eichel nicht. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, dass wir. Ne, den brauchen wir. Doch, den brauchen wir. Warten wir. Moment. Und hopp! So. Hier gibt es nämlich folgendes Item: die Eisblume. Und die brauchen wir wirklich, damit wir einige von diesen Dingern hier einfrieren können. Das hilft uns nämlich sehr viel. Sieht? Und da drüben haben wir vorhin die Sternmünze gesehen. Ja, da drüben ist sie auch. Oh, die taucht wieder auf. So. Den können wir auch gleich einfrieren. Das gilt eigentlich auch für ihn. Okay, vergiss es. Wir brauchen ihn gar nicht einfrieren. So. Ups. Das war jetzt geil. Einfach schön Fehler machen. So, jetzt ist es besser. Schon wieder? Ach nee, ist auch richtig. Warten. So. Uff. Der hat mich fast getroffen. Okay, wenn er sich bewegt. So. Und hopp. Wir haben jetzt alle drei Sternmünzen. Oh, da drüben braucht man einen Mini-Pilz. Aber ich weiß halt echt nicht, wo man sonst einen Mini-Pilz bekommen kann und wozu man eigentlich da ein Secret gebrauchen könnte. Da bin ich mir halt echt nicht sicher. Warte. Ah, nee. Klappt nicht. Aber wir können den einfrieren, meinetwegen. Und dann. Eigentlich wollte ich einfach eine Stampfattacke machen, aber so geht's ja auch. So. Nee, wartet. Jawoll! Ich habe nicht gedacht, dass es doch klappen wird. Aber anscheinend schon. Und die Capture Card nimmt zum Glück noch auf. So. Jetzt machen wir weiter. Jetzt können wir zum Schloss gehen. Also im nächsten Part kann ich schon mal versichern, Luigi ist dann dran. Schlangenblockturm. Oh. Ich glaube, ich weiß, was für Level das sein könnte. Also bei der Aufnahme bis dahin habe ich eigentlich jetzt nicht geschafft. Aber es ist anscheinend wirklich dieses Level. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig gedacht, dass es auch wirklich dieses Level ist. Aber anscheinend ist es doch so. Verdammt! Stampfattacke! Shit. Wenn man gerade auch recht überlegt, war das jetzt gerade das erste Mal in diesem Part, dass ich gestorben bin. So, hier kriege ich ja einen Pilz. Und da drüben hat man doch vorhin einen roten Ring gesehen. Den benutzen wir. Denn ich denke, da müssten wir vielleicht eine Eichel bekommen. Ich bin mir halt nicht sicher. Ist ja noch wahrscheinlich. So. Also Leute. Erstmal hier weitermachen. Da drüben ist der Starcoin, den haben wir jetzt schon mal. Okay. So. Also. Da drüben ist der rote Ring. Den haben wir jetzt aktiviert. Verdammt. Da bräuchten wir jetzt
eigentlich die eine Münze, da drüben ist sie auch. 6, 7, 8. Sehr schön. Sieh, Eichel. Ja, die Eichel. Und da drüben ist der Starcoin. Den haben wir jetzt auch. Wir machen einfach beim Kleinen kurz weiter, bis es soweit ist. Es ist soweit. So, da drüben kommt jetzt der Checkpoint. Den aktivieren wir schon mal. Und nun können wir weiter. Komm schon, ja. Sehr gut, dann noch einmal schnell hier. Uhuhuhu. Das ist jetzt knapp. Nein, nein! Was ist da gerade passiert? Mist, Mist, Mist! Das bräuchten wir jetzt. Also, diesmal. Irgendwie spreche ich echt Scheiße in der Zeit. Also, dieses Mal Konzentration. Den nehmen wir hier mal. So, dann können wir auch gleich hier. Jetzt muss ich einfach normal weitermachen. Aber da drüben ist ein Itemblock, den können wir gleich aktivieren. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch das behalten. Da drüben ist noch ein kleiner. Es! Voilà! Lol. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, das war jetzt meine Schuld. Da drüben. Gibt's hier. Ja! Lol! So! Ich glaube, ich weiß warum. Weil ich glaube, Kamek setzt jetzt die Red Bull Magie ein. Ich spreche mal mit. Okay? Also. Hokus Pokus, Red Bullius, verleiht Flügel! Du kannst jetzt fliegen! Was? Lol, das habe ich jetzt nicht gedacht. Der ist einfach nur größer. Ich dachte, er kann fliegen. Oh, das ist erst bei den Kandisminen. Die Kandisminen sind die. Ist gleich die nächste Welt. Und wie. Sehr schön. Wisst ihr noch, dieser eine König da, der ja so macht. Aber der macht wirklich so und der ist auch richtig schnell. So, hier führt es ja jetzt zum Wald. Da können wir gleich hin. Erstmal speichern notfalls. So, erstmal werden wir da reingehen ins Toadhaus, also in das Itemhaus. So, schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Mhm. Okay. Ja, okay. Sozusagen dieselben Stellen wie am Anfang. So, hier und hier. Nein! Das ist schon ein bisschen lustig so, weil man muss ja warten, bis der Charakter jedenfalls steht. Und dann kann man sagen, ja, du hast diese Items gekriegt. Und dann kommt rumgetänzelt hier. Okay, nun gehen wir weiter. Das erste Level ist leider dieses Geisterhaus. Da werde ich wohl gleich auf YouTube schauen müssen. Zum Glück habe ich mein Tablet vorbereitet. Vollkommen aufgeladen und so weiter. Erst würde ich Secret Exit machen. Und danach geht es weiter. Mit den Starcoins.
So, schauen wir mal. Das da war bei den Minzmeer. Da. Er zeigt es jetzt gerade an. Ist gerade lautlos. Da jetzt. Also zurück. Ich habe nicht ganz verstanden. Ah, ich seh's. Ja, dann geht's ja nach oben. Genau. Und wenn man das geschafft hat, geht's dann zur Zuckerwattenwolkenzone. Das ist dann sozusagen Welt 7. Okay, also der nächste Secret Exit werde ich später machen. Wahrscheinlich vielleicht sogar im nächsten Part. Aber die Dings da. Starcoin. Muss ich jetzt schauen. Einen Moment. So, schauen wir mal. Der erste Starcoin. Ah, verstehe. Alter, das sind alles nur noch Türen. Ernsthaft, das sind alles nur noch Türen. Was soll das? So. Erstmal hier hin. Da müssen wir hin. Moment, ich habe die falsche Tür. Naja, also für das Dings habe ich richtig. Also für Starcoin. So. Also, ich glaube, ich weiß, wo Starcoin Nummer 2 ist. So. Starcoin Nummer 2 war ja, wenn man hier, also den machen wir gleich als erstes Starcoin Nummer 2, weil der einfach nur noch aus Türen einfach besteht. Also, okay, eine Münze hat gefehlt. Dann hätte ich einen Applaus bekommen. Naja. Dann. Achso, wir sind da wieder zurück. Mal sehen. Da oben gibt's nur Münzen. Das bedeutet. Hier geht's zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eigentlich sogar schon das Ziel. Ich glaube, der wird gleich fallen, oder? Ja, da dachte ich mir schon. Die Drohung hatte aufgehört. So. So, also wir haben wenigstens den zweiten Starcoin und schon mal das allgemeine Ziel. Jedoch habe ich leider vergessen, wo der erste Starcoin war. Und vielleicht sogar auch gleichzeitig den Secret, aber erstmal muss ich schauen. Ah, da war es also. Also, ich glaube, wir machen es heißt den Secret. Und dann können wir Starcoin weitermachen. Ich glaube, der war hier.
Ja, das war richtig. Es war hier. Ich habe ein Baby-Yoshi hier und ich habe keine Angst, sie zu benutzen. Das ist sozusagen die Fresswaffe. Ihr wolltet das nicht anders. So. Und hier geht's dann rauf. So hat man dann den Secret. Und dann würde ich aber vorschlagen, dass wir Dings da, wenn wir dann den Secret Level hier, also den Secret Exit gefunden haben, dann die anderen zwei Star Coins finden und dann beim nächsten Part machen wir dann die Levels weiter. So, alles klar. Oh, es kann ja sein, dass ihr mich gehört habt. Oh, Bruder, mein Tablet wäre fast runtergefallen. So, alles klar. Ich hoffe, ihr hört mich. So. So war der erste. Der letzte müsste. War dort aber. Nein! Leute, der dritte Starcoin war beim Secret. Der war dort! Das habe ich gar nicht gewusst. Wozu schaue ich ja nach? Okay, also, ich weiß, wo hier Nummer 1 ist. Hat der Game Explained schon gesagt. Also wenn man hier drunter muss, erstmal muss ich den zerstampfen oder wenigstens zweimal treffen. Bei ihm reicht ja immer nicht. Steht doch! Oh, du Mist. Nein! Ich war eingesperrt! Leute, dann wäre ich ja nicht rausgekommen, dann muss ich ja sterben. Uff. Okay, groß kann ich nicht werden. Zum Glück funktioniert jetzt noch die Aufnahme. Sehr gut, Leute. Hoffen wir auch, dass es bei den nächsten Malen auch funktioniert. So. Das war ja hier. Der ist runtergefallen, aber der ist dort unten. Musste sein. Das musste sein, Leute. Das musste jetzt wirklich sein, ne? Hat sich dann gelohnt. Okay, dann gehen wir jetzt. Das war der falsche Weg. Ja, ich mach's einfach. Das war der komplette falsche Weg. Was hätte ich machen sollen? Ich weiß noch nicht mal, ob es da einen Weg zurück gibt. Deswegen holen wir noch mal den ersten Starcoin und dann gehen wir noch mal zum Secret. Ich muss halt merken, dass der Secret an der linken Tür war und nicht an der rechten. So. Jetzt wird es halt schwerer, da ich nur einen Pilz bekommen kann. Okay, der ist tot. Der ist tot. Da fehlt nur noch der da. So, okay und hopp. Somit habe ich mehr Zeit. Und habe jetzt somit den ersten Starcoin. Jetzt holen wir den letzten. Das war eigentlich ehrlich gesagt unnötig, weil ich ja sowieso nachher noch eine Brustblume bekomme. Noch eine Brustblume und ein Baby Yoshi.
So, und hier kommt jetzt nochmal das Secret. Moment mal. Doch, das war's. Ah, oh. Ich bin so voll Idiot, da war ich. Ich ärgere einfach die Buhus. So. Jetzt nochmal. Ich muss auf jeden Fall ganz rechts. Denn der ist dort drüben. Somit habe ich es geschafft. So, einmal so die Secret zu holen. Also den Secret habe ich ja eigentlich schon davor geholt, aber gut, ist auch wurscht. Und somit alle drei Star Coins. Schon mal sehr gut. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht gecheatet oder sowas. Eine Eichel. Das ist echt geil. Eine Eichel. Uff. Ja. Tja, Leute. Das war es auf jeden Fall mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt beide Kanäle natürlich abonnieren. Den da und meinen Hauptkanal. Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte ein Like da, alle bitte ein Like da, abonniert auf Ehre, abonniert auf meine rechten Freunde, meine rechten Freunde,